Willkommen zurück zu einer weiteren Runde League. Heute spiele ich Poppy. Poppy ist gereworkt worden. Und ich spiele mit Danson, Chris, Klör und einem Random. Der Chizuru ist zwar auch im TS, aber der, keine Ahnung, der macht halt nichts. Ich werde nicht mehr eingeladen. Ja, der wird nicht mehr eingeladen, weil er mir nicht mehr genug Geld zahlt, um mein Freund zu sein. Sellout. Sellout, ja. Als Streamer muss man halt gucken, wo man bleibt, ne? Da kann man nicht einfach so. Ja, was habe ich genommen? Ich habe 18-12-0 geskillt. Denn Favor of Battle hat eine kleine Änderung bekommen. Und zwar bekommt man jetzt nur noch Stacks, wenn man Champions angreift. Und man bekommt aber als Melee 2 Stacks auf einmal. Und man bekommt auch 2 Stacks, wenn man jemanden mit einer Fähigkeit trifft. Und dieser Fähigkeiten-Stack-Ding hat aber 2 Sekunden Cooldown. Deswegen muss man ein bisschen warten. Alter, was macht ihr denn da? Geht ihr echt auf? Alter, ich bin Kalista Botlane? Ist das super? Dann macht ja ein, dass der Jungle stark ja früher ist jetzt. Boah, der Skin von mir, ne, der ist halt wirklich Tor. Ohne Scheiß. Guck dir das an, ne? Der übelste Boss. Baus. Vor allem, ich finde irgendwie sieht Poppy auf dem Splash Art aus wie Tristana. Ganz schön großer Hammer, würde ich da mal sagen, ne? Den hab ich auch. Waffe ist auch ziemlich groß. Zu Hause im Schrank, oder was? Von Black und Decker. Ja. Blackendecker. Ich find, muss sagen, ich habe Poppy jetzt schon ein paar Mal im Stream gezockt und irgendwie ist der Champion echt kacke. Also ich nenne mich jetzt mal einfach Support, aber ich glaube, ich bin eher der Carry und du bist mein Support, mein Mann. Boah, tschüss. Ne, ich kann ja mit E meine Boys hier lasten, ne? Da hast du doch nicht meinen Brand Damage gesehen. Betrifft alles. Aber. Aber Level 2 geben wir Instant Rap. Also Instant rein. Ah, oh, ich hätte meinen Pot aktivieren können, ich voll Pfosten. Dann hätte er bestimmt geflasht. Na egal. Das Problem an Poppy ist, die Ulti ist irgendwie sehr weird einzusetzen. Ich weiß auch nicht. Wie viel hast du auf deinem E? Auf deinem B meine ich? Mein B? Ich geh rein. Boah, sie ist Level 2 geworden, Alter. Was ein Lacker. Können die fighten? Ich hab gar nicht really raus. Was haben die für einen Jungle? Zack. No, gefickt! Wie dein. Bin übrigens gelernter Stunner. Ich muss nur sein E raus haben. Hä? Warte mal, die haben einen Sack und wir haben einen Sack? Ja, wir haben mich beide Sack. Ihr habt beide einen Sack? Ja. Verstehst du? Beider ist lila. Aber nur halt deiner hängt ein bisschen nach links, meiner, ne? Meiner ist lila, das ist irgendwie ein bisschen nicht so gut. Ich glaube, ich sollte mal zum Arzt gehen. Das ist bei Dancen normal. Der Dancen lässt sich immer von den Frauen in die Eier treten. So eine perverse Neigung vom Dancen. Ich spiele doch gar keinen Sack, Alter. Ja und? Der ich rede ja auch nur von deinen sexuellen Neigungen. Und das tut weh, oh weir. Das macht mich geil. Und macht mich heil. Bring on the air. Du wärst eigentlich der perfekte YouTuber oder Streamer, klar. Weil du einfach immer redest, egal wer redet. Hier bräuchte man eigentlich... Was du meinst. Abgehobenheit bräuchte man dir gar nicht vorwerfen, weil... Das wäre halt Standard bei dir. Gib mir das Schild. Ich bin jetzt irgendwie noch nicht sicher, was man skillen soll mit Poppy. B, E oder R? Was man skillen soll, sag ich schon. Q skillt man ja, aber was man sich kauft. Q cool, und dann, achso. Ich glaube halt, Triforce ist halt immer noch ziemlich geil mit Poppy wahrscheinlich. Wenn du ahead gehst, Triforce, wenn du behind gehst, würde ich halt Deadman's Plate und Sterax bauen. Sterax. Ja. Ich glaube auch Black Cleaver ist mit ihr geil, weil du halt nur physischen Schaden machst. Aber ich weiß nicht. Das ist halt so übel merkwürdig irgendwie. Also der Champion spielt sich echt komisch. Mit einem guten Poke, Alter. Warum gehst du back? Nee. Wir killen jetzt nochmal kurz den Luschen. Ich wollte schon, dass ich keinen Mana mehr habe, ne? Baum. Ja, ist egal, mal Auto jetzt. Kannst du mir helfen? Sack! Chris! Komm! Ich war kein Jump. Ja. Nice.
Boah, tschüss, ey, das war ein Kaktus. Ja. Okay, ich glaube, du kannst gleich nochmal top kommen. Ja. Ich würde irgendwie Crap machen. Das krasse ist halt, oh, ich muss mal den Zoller machen hier. Das krasse ist halt, man kann Poppy nicht so gut ganken ab Level 6, weil du halt deinen Hammer hast, mit wo du die Leute wegschleudern kannst. Ich habe auch einen Hammer. Deck hier, kein Flash mehr. Hat sich gerade erst einen Blue Buff geholt. Ah, ich lasse ihn mal ein bisschen pushen. Der wird sowieso drücken jetzt. Dann mache ich eben Golems und komm davor. Ja, fähig zu stunnen. Ich könnte eigentlich auch nochmal back gehen eben schnell und mir Dings holen. Bist fähig zu stunnen? Ja. Ich gehe nochmal im Back und hole mir Sheen. Und dann komme ich auf die Lane wieder. Ich habe Heal in 30. 35. Der ist schon Level 6? Wenn der Typ jetzt gestunnt wird, dann ist der weg vom Fenster. Ne, hier kannst du halt erstmal nichts machen. Das ist eine riesen Wave. Ich auch gerade. Wenn da reinrennen, dann. Heal in 15. Oh, lol. Was war das? Das kam unerwartet, dass du da so wegplatzt. Aber richtig krass, oder? Holy shit. Ja. Na, weißt du, Braum kam rangesprungen, ein Auto-Attack und Lucian der Strand, Double Auto-Attack, cool, ich war weg. Lucian Braum ist halt so eine starke Botlane. Ja, wegen dem Mark, ne? Du kannst halt instant auslösen, das ist halt super fies irgendwie. Ja. Die Flash. Mich, Ardo, darfst du Theo Meier? Ich merke schon, die Botlane ist wieder. Feed! Wir haben Brand, Zack, Zack. Versteht ihr den Sack wegen? Ah! Ach, boom, naja, was soll ich denn jetzt? Eigentlich können wir den mal das nächste Mal ausladen. Ausladen? Okay, der Mundo macht ganz wenig Damage irgendwie. Holy shit. Ja, warum verlierst du dann die Lane? Boah, Züge. Das kam echt unerwartet, dass er so viel Damage raushaut. Aber ich habe auch in Minions gekämpft. Ich habe den aus meinem Spell rausgehauen. Ich finde, mit Poppy ist es extrem schwierig, das ist mir schon im Stream aufgefallen, den Schaden rauszuprügeln. Gerade, also ich meine, im 1 gegen 1, wenn der dich haut, geht's noch. Aber wenn du gegen den Range campst, den Q, der Q hat halt keine Range irgendwie gefühlt. Du kommst halt mit jedem Champion instant raus. Und die Ulti kannst du halt eigentlich nur einsetzen, um zu disengagen. Niemals um zu engagen. Oh. Das ist halt immer nice. So ein Sad Face. Mundo ist Miss und er ist wieder da. Komm schon! Hast du denn eh schon gemacht? Da war ich gestunt. Botlane? Was Level 5 oder? Läuft bei uns wieder. Ja, ich war noch Level 5. Ah, okay. Ich kenne die Games schon mit Clear, mit Brand. Das hat sich verarschen, Alter. Das haben wir immer gewonnen, Rankeds. Ja, ich weiß, aber du feedest immer rein. Hä? Wir haben gerade einfach nur fightet und verloren. War kein Reingefeed. Diskutier nicht mit Clear. Endlich sagst du es auch noch selber. Ja, eben. Ernst dazu. Einsicht. Ja, war mein Fehler. Aber ich meine 20 Euro, die mir mal versprochen hat, wenn ich das sage. Hä? Irgendjemand hat mich angeschrieben in Teamspeak, Alter, what the fuck? Okay. Oh, shit. Alter, alle bekommen, ey. Oh, das ist der Moment, wenn mehrere Minions gleichzeitig droppen, irgendwie. Das bin ich Level 6, das können wir fighten. Bop the Base. Bop the Base. Bow, wow. Bow. Centipede. Oh, wow. So genau. Centipede. Call 911. Das war der beste Mal. Bonfire. Du bist echt Typ, ey. Mundo ist Miss. Ich denke mal, der ist back und der Peter. Geht wieder hoch. Der E-Spell von Poppy ist eigentlich schon echt ziemlich geil, weil der 1,7 Sekunden Stunt. Aber halt leider nur gegen Terrain, das ist halt. Das ist ja schon immer so gewesen. Ja, ich weiß, aber das macht das halt schon wieder nicht worth.
Eigentlich muss man mit dem E-Spell, mit dem Q-Spell richtig harassen immer. Aber das Problem ist halt, dass der Spell so wenig Range hat, ne? Du musst halt immer ran. Und du kommst halt nur ran, wenn du dein E machst. Bro? Ja. Oh, nee! Aber wir haben halt wieder keinen Jungler, das ist halt mega weak. Okay. Wir haben uns auch einfach töten können, Alter. Ey, das ist Chris, ne? Chris ist jedes Mal, wenn der Jungler ist, da gankt er nie. Nie. Ja, überhaupt nicht. Nie. Nie. Schon dreimal in der Mitte und zweimal oben. Ja, aha. Ich hab eure Lane für minder, für minder bemittelt empfunden. Ja. Ja, minder bemittelt sowieso. Kann ich verstehen. Tschüss. Bemindert. Boah, der stirbt halt nicht. Hat der ein Schwein, Alter. Muss natürlich dazu sagen, es ist äußerst unlucky. Ja, das war natürlich. Gegen einen Dings zu spielen. Ja, was hat meine Mutter denn hier gemacht, Alter? Hat die wieder dein Zimmer aufgeräumt und deine ganzen Yu-Gi-Oh! Karten verstreut? Was? Yu-Gi-Oh! Karten? Nein, das war doch jetzt ja voll nett. Warte, war ein Gag. Irgendwas drum gewickelt, ey. Echt, ey. Hört sich an, ey, so. Als hätte die irgendwie was durcheinander gebracht, wieder seine Pornosammlung oder so, ey. Ja. Die hat die Wichse aus meinen Heften entfernt. Ja. Oh, die Seiten kleben ja gar nicht mehr, Mann! Ja, so eine Kacke! Scheiße. Hat sie wahrscheinlich abgeleckt. Oh, oh. Ich weiß halt echt nicht, wie man mit Poppy jemanden töten soll. Das ist super wack irgendwie. Der Champ ist übelst komisch. Ja, ich weiß nicht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Champ findet, aber ich finde ihn echt wack. Ja, welcher Blatt ist stärker, hä? Der war bestimmt volle Life, oder? Ja, war er auch. Aber ich bin halt Frostbred, nicht so ein komischer Wutdoktor. Der Sekt war bei mir, okay. Der ist Ölkiss. Warte, ich brate dich mal ein bisschen. Dein Oberschenkel brate ich mal. Mundo rennt halt einfach auf mich drauf. So. Das ist sehr schön. Aber ich muss sagen, der hat auch schon 2 Millionen Rüstung. Also könnte vielleicht daran liegen. Ich hab das Gefühl, der hat gleich wieder seine Ult ab. Dann bin ich ziemlich im Arsch. Ich geh mal B. Fresst Feuer! Und Dansen, macht dir das Spiel Spaß? Definitiv! Empfindest du Freude? Spür den Hammer in deinem Arsch! Hey, wie der Sack ist Botlane, wie geht denn das? Hast du einen Weg gefunden? Ja, ich geh ja schon wieder. Der Dansen, ey. Wie war das? Der Jungler ist nicht dafür da, deine Lane zu carryen. Geht darum, dass er uns assistet, du Lauch. Hä, hey, der Chris hat 1-0-1. Ist doch alles gut. Aha, cool. Ja, aber nicht von uns. Ne, Mitte. Ja, GZ. Ist doch gut. Der Game dreimal Mitte und zweimal Top und hat 1-0-1. Alles klar. Hä, der hat dann Top. Jungler, richtig guter Jungler. Ja, ja, ganz guter Jungler hier. Guck dir das an, ey. Eine Dreckscheiße. Der Dance ist so ein fucking Flamer, Alter. Wirklich. Ey, mir geht's gut. Dir ging's Samstag auch gut, oder? Nee, Sonntag war Samstag ging es mir gut, ja. Kann er sich gar nicht mehr dran erinnern. Meine Mutter. Der Mini hat sich daran erinnert, das hab ich erzählt. Wow, wow. Oh Mann. Meine Fresse. Pro Move. Erstmal ragen, erstmal richtig schön abragen. Der Mundo kommt halt immer auf die Lane und macht nur dasselbe. Er rennt halt nämlich rein mit seiner Ult und kloppt auf mich ein. Ja. Ich versuche ihn zu kiten. Ja. Und entweder schaffe ich es oder ich schaff's halt nicht. Der hat halt einen Pass. Adios. Schade. Ich will ihn nicht. Schade. Was läuft denn hier bitte? Das oh läuft nicht so gut. Oh Gott. No.
Mann, fucking Zack, ich hab den so auf Play, hab ich den. Der Lucian ist halt auch. Oh, die Shit ist ja schon. Alter, der hat 7-0? Was? What the fuck? Ich hab ja gedacht, der hat gefiedert, ist aber so. Holy shit. Das ist ja übel. Damage. Ah, holy shit, Alter, das ist ja übel. Was denn? Dass der so krass ist, der Lucian. Hat der gemacht? Sehen, was passiert? Der hat 7-0. Ja. So, ja, und? One-shot dich trotzdem. Der Q, der Auto-Tech von Poppy müsste irgendwie slowen oder so. Yo, Alter, wie fliege ich bis dahin, ey? Vor allem warst du kurz aufgeladen. Das ist halt das Geile, du kannst halt nicht gegankt werden, so wirklich. Das ist halt echt ganz cool. Mann, was wollen die denn, Alter? Ja. Kämpf da wie ein Mann, Alter, du Pussy. Ich hab doch da. Mann. Riss, pure Flammen! Die alte Pussy. Kriege ich. Bam. Ah. Der Sack. Hat die mal mit mir haben, ne? Will der mich nicht noch getan. Und dann? Wie geht's hier so auf der Bot? Ja, ganz gut so. Oh! Bin halt alleine, permanent. Ist okay. Ja, gut, ich könnte dich natürlich assistieren, aber dann würden wir beide nur sterben. Ja. Solange der Luschen Botlane bleibt, ist eigentlich alles okay. Alle. Uff, ich verstehe gar nicht, warum der überhaupt Botlane bleibt. Weil. Ich meine, die Botlane ist doch durchgedrückt. Oder eher gesagt, warum bleiben die beide Botlane? Das ist eher das Ding. Na, weil der einen Supporter hat. Nee, das ist ja Quatsch. Macht ja total keinen Sinn, Botlane zu bleiben. Was hat er geschrieben? Ah, alright, fought the count was 6, thanks. Hä? Good to know. Problem ist halt, der Mundo bleibt nur Top Lane. So, ich kann ihn nicht killen, weil er halt nur Tank baut. Und, ja. Ich kann halt auch nicht von der Lane gehen, weil er dann die ganze, Lane durchdrückt. Würde ich aber nicht, pushen. Was? Ja, ich würde auch nicht pushen an deiner Stelle, Danzen. Sonst ficken die dich wieder hart. Ich sah, das war mein Red. Ich hätte dich ulten können, aber. Oh, du bist ja nicht supporten. Ne, ult mich mal nicht. Du Anti-Mate. Ja. Noch einen Ort stehen. Das ist so stupid, Alter. Ey. So stupid. Ich mache einfach null Damage. Keine Ahnung. Ich baue schon komplett Damage und mache null Damage. Das ist so dumm einfach. Keine Ahnung. Die neue Poppy ist so scheiße, ey. Ich hau den schon gegen die Wand. Ich nutze all meine Mechanics aus, die ich kann. Guck mal, die ganken sogar schon. Und er macht halt nur stumpf Auto-Tags. Die sind zu dritt schon wieder Botlane. Was ist das? Ey! Oh, die neue Puppe ist so weak. Oh, die gammeln zu dritt auf der Botlane. Was ja, die ist halt, das? Die wollen dich halt töten, denn. Ja. Nee, echt. Also keine Ahnung, jeder andere Champ mit Triforce und den Items, die ich habe, Safe Call, der fickt den Mundo weg. Easy. Also ein Irelia oder so hätte den Mundo einfach gebumst, ey. Auch ein Jax, auch, keine Ahnung, jeder andere Champ mit dem Item hätte den, glaube ich, gebumst. Aber Poppy macht irgendwie, obwohl ich schon prozentualen Damage mache mit dem Q, ey, mache ich keinen Damage. Das ist Wahnsinn. Ich meine, gut, der hat Armor gestackt, klar, aber das ist halt trotzdem wack, Alter. Der kauft halt einfach nur Tank und holt mich halt weg mit seinem Wundschaden. Obwohl ich den halt noch kite und durch Minions ziehe und all so ein Shit. Und der mich nicht mit jedem Beil treffen kann. Beil. Guck mal, kann ich den killen? Nee, nee. Der bröstet dich. Quatsch. Der killt dich, ja doch. Ach, Quatsch. Nee, nee. Oh.
Aber lucky, ey. Hätte ich für euch gekriegt. Hol ich mir. Ich hab schon mal im Stream gesagt, die Ulti von Poppy müsste so eine Art Execute-Hammer sein. Das wäre geil. Wenn die Ulti so ein Hammer wäre, den du schmeißt und wenn du jemanden damit triffst, kriegt der halt Schaden, abhängig davon, wie wenig Leben der hat. Das wäre halt richtig gut. Das wäre eine richtig gute Idee. Aber so ist es halt einfach nur ein Disengage-Tool. Du kannst halt nie fighten damit. Das ist übel wack. Du kannst ihn höchstens einmal hochstunnen, aber du kannst ihn während der hochgestunt ist nicht mal hitten, weil der untargetable ist. Was auch irgendwie super dämlich ist. Ich könnte Bot kommen. Ich habe TP. Könnt ihr da irgendwie warden? Ja. Ja. Hier ist ein Brand drin. Der Mundo ist auch weg, ne? Ne, Brand ist da. Mundo ist irgendwie weg, ich weiß nicht wo. Vielleicht muss man die auch woanders spielen als auf AD Carry, als auf Top. Ich weiß nicht, vielleicht muss man die Bot spielen, Support oder Jungle. Im Jungle kann ich mir vorstellen, geht die gar nicht ab. Naja, ich komme mal Mitte. Ich glaube, der Mundo ist übrigens AFK. Ich komme übrigens Mitte. Ich werd einen von denen weghauen einfach. Den Brand werde ich direkt weghauen. Ja, oder auch nicht. Alter, was hab macht ich noch der so schön da gestunt, ey, aber naja, auch. Der Gegner ist legendär. Ah, der Lucian ist halt leider Gottes ziemlich gefeedet. Oh, der hat 13 Kills, Alter. Holy shit, ey. Ja, das Problem ist aber auch, dass Lucian gefeedet ist. Das Problem ist einfach, ihr habt übelst reingefeedet. Ja, aber das Problem daran ist einfach, dass der Lucian halt daran gefeedet wurde. Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden. Der Lucian ist halt gefeedet jetzt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, kann man sich das irgendwie... Das wird einem auch nicht angezeigt, wie weit die wegfliegen. Das ist halt ziemlich kacke. 3000 Einheiten. Ja, aber maximal 3000 Einheiten. Ja, aber du siehst halt während des Channels nie, wie lange die wegfliegen. Also es wäre halt geil, wenn du sehen würdest, wie weit die wegfliegen inzwischen. Weißt du, du siehst zwar, klar, du lädst zwar den Hammer auf und der hat auch immer mehr Range, aber du siehst halt nie, wann ist, also klar, beim maximalen Channeling ist natürlich maximale Range erreicht. Aber zum Beispiel, gerade kam ich ja von hinten. Wenn man dann irgendwie sehen könnte, wenn man die zwei einfliegen. Wenn wir auch mal einen Brand töten, ich meine, ich dann in der auch. Aber man sieht das leider nicht und es ist echt irgendwie wack. Brand kann machen, was er will, stirbt nicht. War übrigens eine gute Entscheidung, auch einzugehen. Also der Q von Poppy ist echt der schlechteste Spell, den ich je gesehen habe, finde ich. Der ist super weak, keine Ahnung. Der skaliert super schlecht. Macht zwar maximalen Schaden, vom Leben abhängig, aber der ist irgendwie super kacke. Long. Oh mein Gott, ich finde, dass der da gerade reinläuft, Alter! Das war's! Lol, guck mal, dass der da reingelassen ist. Wie ich so schnell bin. Mein Pentakill erbracht. Alter Schwede. Das ist einfach instant down. Habt ihr ja gedrückt? Ja. Was? BR? Oh Gott, die waren einfach zu krass gefiedert, keine Ahnung. Gut Leute, schreibt mal fleißig in die Kommentare, was ihr von Poppy haltet. Keine Ahnung, ich finde Poppy ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Sie macht A, keinen Spaß zu spielen, weil du irgendwie du bist einfach mega der Krüppel. Du hast mit deinem Q keine Range. Du kommst mit dem W nicht ran. Dein E-Spell ist ein Charge, der keinen Damage macht und nur stunt, wenn du den an die Wand haust. Und selbst dann hat man ja gesehen, obwohl ich das fast immer ausgenutzt habe, diese Mechanik, bringt das gar nichts. Die Ulti kannst du nur zum Disengagen benutzen, was auch total scheiße ist. Keine Ahnung, ich finde der Champion ist super wack und ich bedauere es echt sehr hart, dass die das Rework eingeführt haben, weil das ist... Ich fand die alte Poppy viel, viel cooler.
Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ihr schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr die alte Poppy besser fandet oder die neue. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.